Willkommen zurück zu Control. Wir sind bei den unzustellbaren Briefen. Hier liegt da was. Maschinengott. Ich hatte einen Traum und habe das Ding gebaut, das ich im Traum gesehen habe. Eine Maschine, die Gott enthält, doch nicht den Gott, den ihr kennt oder die Götter, die alle kennen, einen neuen Gott. Diese Maschine wird sein Körper, sein Herz und sein Geist sein. Ich habe sie gebaut, wie ich es im Traum gesehen habe. Ich habe den Motor aus dem Kühlschrank und die Federn aus meinem Toaster und die Ventilatoren sowie die Zahnriemen aus dem Motor meines Autos und die Räder vom Skateboard meines Sohnes verwendet. Gott kann sich noch nicht bewegen, doch der Traum meinte, dass er das selbst lernen würde. Das ist nur der anfängliche Körper, wie der eines Babys, nur in Maschinenform. Gott muss nur irgendwo anfangen. Wenn ihr mich interviewen wollt, kontaktiert mich unter der Adresse auf dem Umschlag. Mein Telefon funktioniert nicht mehr. Ich musste die Wählscheibe für Gott verwenden. Eieiei, okay. Warum erscheint der Prompt da nicht? Nerv mal nicht rum hier. Ich versuche gerade einen Brief zu. Wow. Ist jetzt gut? Ey, come on. Das ist doch... Jetzt komm schon. Blöder. Hey. I need to find the pages. Okay. Sind die auch hier? Ja. Das war ungut. Mehr zu lesen. Singender Fisch. Mr. Gouverneur, ich habe die Polizei angerufen, aber die kommen nie zu mir nach Haus. Ich habe ein Problem und sie müssen mal jemanden schicken, der das löst. Ich habe meiner Frau einen dieser singenden Fische für die Wand gekauft. Ist kein echter Fisch. Er singt, wenn man einen Knopf drückt. Aber da ist der Teufel drin. Er fliegt nachts rum und singt die Lieder des Teufels. Flucht auch oft. Der Teufel ist wegen dem Fisch in meinem Haus und sie müssen sich drum kümmern. Meine Frau macht sich echt Sorgen. Wann können Sie vorbeischauen? Okay, als ob der Gouverneur vorbeikommt. Okay. Was sind noch mehr zu lesen? Buchclub Penny. Hallo Leseratten. Die Bücherbegeisterten der Behörde kommen am Dienstag um 17 Uhr am gewöhnlichen Treffpunkt am Ecktisch in der Kantine zusammen. Momentan besprechen wir Außer Du von J.D. Brooks. Alle Teilnehmer sollten mir ihre Buchbesprechung bis Montag vor der Mittagspause geben, damit ich vor dem Treffen ein paar Gesprächsthemen ausdenken kann. Damit ich mir ein paar ausdenken kann. Okay. Yay, was geht hier ab? Okay.
die Threshold Kids. Richtig geil creepy. So, Briefe. Da kamen wir her. Just look at him. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on, and they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched maybe 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Bitte mir das. Ich bin auf der Suche nach Briefen. Ich hoffe, ich bin hier noch richtig. Weil das müsste ja alles unzustellbare Briefe sein. Kampf. Das ist die Poststelle, das ist schon mal falsch. Vielleicht sind die allerdings auch nur in dem kleinen Gebiet. So genau habe ich nicht nachgeschaut, was zur Hölle. Mehr Lesestoff. Gefälschte Flugzeuge. Lieber New York Tribune, Flugzeuge sind nicht echt. Ich weiß jetzt, wie sie es machen. Die Fenster sind Fernsehbildschirme. Das ganze Ding fährt auf riesigen Schienen wie eine Achterbahn, die durch Tunnel unter der Erde rauscht.
Flughäfen sind also eher wie Bahnhöfe. Das ist so, weil der Himmel voller Monster ist, von denen wir nichts wissen sollen. Die Flugzeuge, die wir am Himmel sehen, sind die Monster. Die Regierung lässt die unterirdischen Züge wie die Monster aussehen, damit sie uns besser anlügen kann. Treten Sie nicht mit mir in Kontakt. Okay, so, da ist jetzt wahrscheinlich der ja, Grenzbereich Kinder. So, irgendwo muss doch noch Briefzeug sein hier. Noch mehr zu lesen. Tote Präsidenten. An die zuständige Stelle. Ich werde von den früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika kontaktiert. Sie erscheinen mir als Geistführer und teilen ihre Weisheit mit mir. John Adams meint kontinuierlich, dass ich Amerika in Ordnung bringen muss, aber ich verstehe ihn nicht wirklich. Sie haben alle viele Meinungen. Die anderen sagen, dass ich mir das nur einbilde, aber Theodore Roosevelt hat mir gezeigt, wie ich meinen Rasenmäher reparieren kann und ich habe keine Ahnung von Rasenmähern. Wie erklärt man sich das? Tote Männer der Geschichte erzählen mir von der Vergangenheit und der Gegenwart. Wenn Sie meine Fähigkeiten in den Dienst der Regierung stellen möchten, lassen Sie mich das bitte wissen. Ich weiß, dass mich das Weiße Haus gut gebrauchen könnte. Okay. Hier ist nur ein Haufen Lesezeug. Wo sind diese blöden Briefdinger? Hier waren wir drin, oder? Ja. Fliegende Briefe. Das ist die Cafeteria. Das gibt's doch gar nicht. So blind kann ich nicht sein. Wo zur Hölle sind hier noch fliegende Briefe? Das gibt's doch gar nicht. Da ist einer. Sieht zumindest so aus, als wäre hier was. Und da sind auch fliegende Briefe. Ist das vielleicht ein Bug? Ja, da ist auf jeden Fall was, aber... Kommt nicht ran. Vielleicht muss ich einfach woanders hin. Was haben wir denn? Dann gehen wir einfach mal kurz zur Hauptstory zurück. Ich denke, die Nebenmission wird uns ja nicht weglaufen. Und da ist wieder der Frosch im Hals. Ganz kurz die Mission durchschalten. Dass wir den Fortschritt auch sehen. The resonance emitted from the HRAs is purely antithetical to every variant of the hiss signal in your range. Das sind, glaube ich, die. Ja, die Emily schreibt das immer. Die Zeitachse der Invasion auf mögliche Muster im Verhalten des Zischens zu untersuchen.
Okay. Etablierung einer Zeitachse ist derzeit schwierig, da es an zuverlässiger Kommunikation zwischen den Behördensektoren und Mitarbeitern fehlt. Vorläufige Modelle deuten darauf hin, dass sich der Startpunkt der Invasion innerhalb der Geschäftsleitung befindet. Sobald das überlebende Personal befragt werden kann, sollte es möglich sein, den genauen Standort zu bestimmen. Weitere ausstehende Fragen, die durch eine Zeitachse beantwortet werden könnten: Wie hat das Zischen die interne Quarantäne überwunden? Wie verbreitet sich die Resonanz des Zischens durch den Raum? Bewusst oder einheitlich? Was ist das endgültige Ziel? Die Außenwelt? Ein dimensionsübergreifendes Ziel? Vollständiger Bericht in bla. Stimmanalyse. Wenn wir das Zischen als eine Kraft verstehen, die aus Vibration und Resonanz besteht, dann ist ihre Spruchformel, so der vereinbarte Begriff für ihre Äußerung, vielleicht eine Anstrengung, diese Resonanz mit Hilfe von menschlichen Stimmbändern und Sprache auszudrücken. Würde es Unterschiede geben, wenn die Spruchformel in einer anderen Sprache ausgedrückt werden würde? Das am meisten verwendete Wort ist willst. Interessanterweise wird jede Verwendung dieses Wortes einem Du zugeschrieben. Du willst zuhören, du willst, dass es wahr ist. Du musst dir wünschen, dass diese Wellen dich fortzerren. So wir die Du, von dem die Zischer sprechen? Ach, sind wir die Du? Glaubt das Zischen, dass die Menschen möglicherweise alle Nicht-Zischer-Lebewesen sich ihnen anschließen wollen? Verschlungen werden wollen? Ist das das Ziel? Ebenfalls häufig verwendet werden die Wörter durch und Zeit. Kann es sein, dass das Zischen angibt, wie es hierher gekommen ist, oder ist es ein Hinweis auf sein Alter? In diesen Worten liegt eine eindeutige Absicht. Die Spruchformel als Unsinn abzutun, wie einige meiner Kollegen es empfehlen, ist mehr als idiotisch. It's happening. After all these years, Dylan is here. But am I too late? How is he? I need to know. He's clearly been affected by the hiss, but it's different than any other manifestation we've recorded. Maybe what makes you so special is genetic. He was a prime candidate. Or maybe it's Polaris protecting him, something else affecting the situation. I need to run tests. He seems more in control, more present. I want to see him. My brother? Or is he? Of course. Now, Marshall set up an HRA warded cage to contain him. It's on the upper floor, up the stairs. Okay, I need to go. Jesse, be careful. Das sollten wir hinkriegen. So, wo? Obere Etage. Das müsste dann hier irgendwo sein, ha? Ja. Können wir hier drin auch schweben? Nein. Ah, hier drin können wir gar keine von unseren Fähigkeiten benutzen. Director's Office. Hier? Wow, was geht denn hier ab? Post-its, Post-its, Post-its. Schleudereffizienz, okay. 4. Ah, mehr zu lesen. Haftnotizbeschwerde. An die zuständige Stelle. Falls Sie es noch nicht wissen, irgendwas hat dazu geführt, dass ich eine Haftnotiz in meinem Büro verdoppelte. Mein Büro ist derzeit nicht nutzbar. Ich werde von zu Hause arbeiten, solange das Problem nicht behoben worden ist. Sie können mich über mein Handy oder Festnetz zu Hause erreichen. Hochachtungsvoll. Eine Notiz? Okay. Das sieht auf jeden Fall stylisch aus. Did you see that hiss they marched through here? Ganz so. I heard it's the director's brother. Hallo? Ich bin genau hier. No one's brother anymore. He's the enemy, plain and simple. Ich bin genau hier. Huh. Marshall orders us to just sit on our asses and then leave. Geht's hier noch höher? Marshall abandons us. Ah,
Ah, zentrale Geschäftsleitung. Aber hier war ich, glaube ich, schon mal. Das ist die zentrale Geschäftsleitung. Okay. Hier geht's doch gar nicht höher. This is Lynn Salvador, head of Bureau Security. I'm making a formal security order due to the incident in April, case number 21HQ593. Improper use of the jukebox altered item led to two fatalities. Jukebox. We believe a pair of agents used the jukebox to travel to the quarry threshold and engage in inappropriate workplace behavior. An expedition team found them decomposing at the formation's base a week later. At least we found out the jukebox doesn't bring corpses back when the song ends. I'm having the jukebox placed in a secure location in the executive sector. It should never have been accessible to low clearance staff in the first place. The new location security and proximity to a high traffic area will prevent misuse while still allowing for expedition teams to access it when required. See me for any further details. Okay. Good luck out there. Muss ich vielleicht. Ah, mit dem können wir auch noch sprechen. She had to write everything. I don't think I ever told you this, but I was actually on the path to being a ranger once. Did the whole boot camp thing. Even got rookie status. Anyway, not the point. My old ranger squad was a great bunch. There was six plus me. Remus, Hazard, Cho, Guy, Hepton, Stoll, and Thompson. They were supposed to get back from an expedition yesterday. We had beers and wings planned. Problem is, they weren't here when Darling handed out to HRAs. Then they had nothing protecting them from the hiss. You see, they prepped for the worst, but I think that we're already past that. We all wore these pouches around our neck, and I really don't want the hiss to get them. Could you find them for me? The squad would have come back through maintenance, but they probably spread out from there. I'll keep an eye out for them, Arish. And I won't let them stay hiss. Das hatten wir alles schon. I have to go. Me too. You're not the only one who's busy, you know. Okay. Gucken wir mal ganz kurz in den Missionstext. Wow, okay. Da waren wir jetzt gucken. War hier gerade ein Punkt? Ah, ist nur das Radio. Okay. Vielleicht ist es auch einfach da, wo ich vorhin dran vorbei bin und noch meinte, oh, das ist aber schwer bewacht. You are armed through time. The thunder's home distorts you. Happiness comes, white pearls, but yellow and red in the eye. Through a mirror inverted is made right. Leave your insides by the door. Push the thing through the surface into the wet. You've always been a new huge walk as the patrol. We stand around you while you dream. You can almost hear our words, but you forget. Through time. Ich würde mal sagen, der ist ganz schön fertig. Shit. The thunder's home distorts you. That's Dylan. Can you hear me? Oh, come on, Dylan. I'm here. I found you. Do you know who I am? Oh, you know me. Say it. You are Dylan Faden's sister. He's talking in the third person. Always a good sign. Do you know who you are? Not Dylan. Trench and Darling made sure of that. I'm P6. P6. But I'm better now. The hiss made me better. Push the fingers through the surface into the wet. You've always been the new you. Can you stop that? Please. Not exactly the reunion I'd hoped for. It feels good to say those words.
I want to say them. They sound good. They make me feel good. Don't you want to say them too? No. Fuck off, no. You need to help me get this thing out of his head. If he is still in there, if there is anything left, you have to help me. You! You came in through the hole in you! We let you in, you've always been here! The only truth! A copy! Orangefield! Shit! He can see you. This is not safe. We found Polaris together with my sister when we were very small, in ordinary. In the desert, through the door opened up by the slide projector. But she didn't help when Trench took me away. She didn't give me any powers. All the powers are my own powers. She didn't help when they locked me up for years. After the song time for applause, we build you till nothing remains. The egg cracks and the truth will emerge out of you. You are home. The Bureau brought the slide projector back here with me. And the Bureau did what the Bureau does. They used it. And they found... They opened the door up to the hiss. That's the only thing I can thank them for. There. There it is. We stopped the Altered World event in Ordinary when we shut down the slide projector. And now the projector's here. An earworm is a tune you can't stop humming in a dream. Baby, 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 yeah. Just plastic. So safe. Nothing to worry about. Funny. I welcomed the hiss. I let it in. To get rid of her. The hiss set me free. Polaris is using you. The Bureau is using you. You are a puppet. You can almost hear our words, but you forget. If we shut off the slide projector, maybe that will stop the hiss. In your regulations. Maybe it's not too late for my brother. You must see the truth for yourself, Jesse. Sister, the horrible truth about the Bureau. The hiss is the better option. Go to the Prime Candidate Program in the Containment Sector. I have the keycard to get you there. Salvador wanted me to have it. Wanted? Bullshit. I saw what the hiss did to Salvador. What it turned him into. Okay, Dylan. I'll go. I want to see the truth for myself. I'll go. But only to look for this lie projector. You can help me. We can end this. You are a worm through time. You are a worm through time. The thunder song distorts you. Happiness comes. White pearls. Okay. Dann würde ich hier die Folge beenden. Ist ein bisschen länger geworden wegen dem Dialog. Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, was Dylan noch so zu sagen hat. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Macht's gut. Ciao.